Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten. Und Losli Küchen, ihr Partner für individuelle Küchenlösungen. Grüezi und ganz herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag aus dem Seilpark Balmberg oberhalb von Solothurn. Heute geht es bei uns um Angst. Angst zu haben ist immer unangenehm. Besonders aber dann, wenn sie einem im Alltag anfängt zu lähmen. Jede 10. Person in der Schweiz leidet unter Panikattacken, die scheinbar grundlos auftreten. Wir erzählen Ihnen heute 3 Geschichten von Menschen, die die Angst sehr gut kennen. Jahrelang leidet Roswitha Vögeli unter Panikattacken. Sie hat sogar Angst, sterben zu müssen. Simon Lämmle stellt sich seiner Flugangst auf eine besondere Art. Er wird Pilot. Und Christine Eckimann-Seckinger hat schon als Kind diffuse Ängste, die ihr als erwachsene Frau dann richtig zusitzen. Ich selber habe ein bisschen Höhenangst und um mich ein bisschen aus der Reserve zu locken, bin ich heute im Seilpark. Zum Glück habe ich gute Instruktionen bekommen und die erste Route ist auch gar nicht hoch, die geht nur auf 6 Meter rauf. Das sollte ich gerade noch schaffen. Hoppla! Ist jetzt noch unangenehm, dass man immer gegen Gabel schauen muss, wo die Kälber gesprossen sind. He? Also das geht jetzt gerade noch so von der Höhe, aber es wird dann nachher schon noch schlimmer. Zuerst zu Roswitha Vögeli. Sie hat jahrelang versucht, vor ihrer Angst zu flüchten. Aber anstatt besser ist es mit ihren Panikattacken nur noch schlimmer geworden. Roswitha Vögeli lebt seit Jahren in Suhr, immer am gleichen Ort. Das war in ihrer Kindheit anders. 13 Mal musste sie das Kinderheim oder die Pflegefamilie wechseln. Ihre Mutter starb bei der Geburt des 10. Kindes. Sie will eine Frau aus der Kindheit besuchen. Ich gehe auf Solothurn, um eine liebe Bekannte besuchen. Es ist eine Frau, die ich immer sehr geschätzt habe, vor allem die letzten 2 Schuljahre. Sie hat immer gut gemeint mit mir. Sie ist immer erstaunt, wenn sie mich sieht und sagt, es ist einfach toll, wo du heute stehst, wo du heute bist, weil du so einen schweren Lebensweg gehabt hast. Sie sei ein temperamentvolles Kind gewesen und musste wohl auch deshalb mehrmals das Kinderheim wechseln. Mit 25 Jahren schien ihr Leben eine Wendung zum Guten zu nehmen. Sie heiratet und bekommt einen Sohn. Wie aus heiterem Himmel wird ihr neu gefundenes Glück getrübt. Roswitha schläft monatelang kaum, fühlt sich trotz Freude am Kind durch ihre Familie eingeschränkt. In diesem Wald suchte sie Zuflucht. Ich hatte furchtbare Angstattacken. Ich hatte Todesängste. Ich war rastlos. Ich hatte die innerliche Angst. Ich hatte das Gefühl, ich muss sterben. Die Angst hat mich so überwältigt. Die hat mich gar nicht in Ruhe gelassen. Ich musste aus dem Haus raus, bin in den Wald gesprungen. Ich konnte nie sagen, ganz genau, woher ich Angst habe. Ich hatte nie Angst, dass mir jemand etwas machen würde. Überhaupt nicht. Ich denke, ich hätte mich, noch gewusst zu wehren. Aber die Angstattacken, das ist einfach wirklich ganz von innen ausgekommen. Und sie hat mich plötzlich wieder überfallen. Woher diese Ängste genau kommen, dafür fand Roswitha keine Erklärung. Nur, dass sie von innen kommen. Eine Seele, die fast am Verplatzen war vor Angst, vor Panikattacken. Sehr starkes Herzklopfen, es hat mir den Schnauf richtig abgestellt. Ich bin noch mehr in Panik gekommen, natürlich durch das, noch mehr Angstgefühl. Und immer im Vordergrund war so, und jetzt muss ich sterben. Roswitha fühlt sich enorm einsam. Als ihr Mann dann noch in einen Wiederholungskurs des Militärs muss, wendet sie sich an die Frauenberatungsstelle in Aarau. Die Beraterin sieht nur noch den Weg in die Psychiatrie. Das
Es ist nicht mehr gegangen. Ich konnte nicht mehr daheim sein. Ich hatte auch Halluzinationen. Dann musste ich dort bleiben. Ich bin in eine geschlossene Abteilung gekommen und habe dann Medikamente bekommen. Und zwar ganz recht starke Medikamente, die mich dämpfen. Wo ich aber dafür Ruhe gefunden habe. Es hat schon ein paar Tage gedauert, aber nachher waren die Angstattacken weg. Und es ist mir alles gleich gewesen. Ich habe einfach existiert. Nach 3 Monaten kann Roswitha wieder zu ihrer Familie zurück. Ihr Weg bleibt schwierig. Sie fällt in eine Depression, setzt alles daran, dass möglichst niemand davon erfährt. Mit Hilfe der Medikamente habe sie überleben können. Fast 25 Jahre lang erlebt sie ein Auf und Ab von Depression und Angstzuständen. Im Frühling sind die Angstattacken immer am meisten gekommen. Und im Herbst hatte ich mehr das Depressive, also als ich ganz depressiv war. Und das hat mir wiederum eine Unstabilität gegeben. Es war immer Angst vermischt mit den Depressionen. Das hat sich dann irgendwie in ein Bild getan. Heute walkt sie an der Stelle im Wald, an der sie früher fast verzweifelte. In all den Jahren nahm sie wegen der Medikamente massiv an Gewicht zu. Ihr Arzt teilte ihr mit, sie habe Leberverfettung, müsse sich unbedingt bewegen und auf die Ernährung achten. Ich habe das 2 Mal in der Woche gemacht und es ist mir dann mit der Zeit fast ein bisschen zu langweilig geworden. Auch. Da bin ich halt fast Alltag gegangen, nordisch walken. Und ich habe dann immer mehr abgenommen. Es hat mir Freude erweckt. Es hat überhaupt gemerkt, wie schön das ist, dass man sich bewegen kann. Ich hatte ein gutes Gefühl gehabt, immer nachher. Ich war erlöst, ich war so frei. Ich habe immer geschaut, dass ich einen Punkt erreichen, bis ich nicht mehr mag. Und das hat mir sehr gut getan, auch auf die Angstattacken hin. Beim Sporttreiben hat sie gleichgesinnte Menschen um sich, fühlt sich nicht mehr so einsam. Mit einer der Frauen versteht sie sich besonders gut, spricht mit ihr über Gott und die Welt. Sie hat mir erzählt, sie sei in einer Freikirche in Aarau und sie täge gegenspielen. Sie hatte sehr Freude, wenn ich am nächsten Sonntag komme, wie sie dann spiele. Und ich habe mir aber irgendwie, ich habe mich wieder ein bisschen zurückgezogen und habe Gefühl, ich glaube, es ist nicht das. Mehrere Male schlägt sie die Einladung aus, will dann aber doch wissen, was es mit der Freien Christengemeinde Aarau auf sich hat. Ich bin reingegangen mit dieser Frau und ich habe nur noch brüllt. Ich habe gesehen, wie die Menschen so dürfen sein. Berührt hat mich eine Wärme. Ich habe eine Wärme verspürt in meinem Herzen. Roswitha besucht von nun an immer wieder den Gottesdienst. Ich habe Gott gebeten, schon im Wald eigentlich auch, Jesus gebeten, dass er mir Seelenfrieden schenkt. Seelenfrieden, ich war nicht mehr ein negativ denkender Mensch. Und ich habe gesagt, bitte Jesus, hilf mir, schenk mir Seelenfrieden. Die Unruhe, die Angstattacken, die Angstgefühle, das hat mich ja aufgefressen. Und das habe ich mit der Zeit immer weniger gespürt, durch das positive Denken, durch das, der Seelenfrieden. Meine Ängste haben sich da noch ein bisschen mehr verändert. Das heisst, sie sind immer weniger geworden. Es ist wie verflossen, immer mehr verflossen. Sie habe hier gelernt, sich selber zu sein, auch sich selber lieben zu dürfen. Das habe sie so bisher nicht gekannt. Ich darf in meine Mitte finden, ich darf mich Roswitha. Ich spüre, dass Jesus mich sehr gern hat und dass er mich auch sehr liebt. Und durch das darf ich auch mich selber sehr fest gern haben. Das ist ein wunderbares Gefühl. In Solothurn plante sie eigentlich, eine für sie wichtige Person aus der Kindheit zu treffen. Doch die ältere Frau möchte nicht mehr vor eine Kamera treten. Roswitha versteht das. Ihr Leben sei häufig nicht wie geplant verlaufen. Das störe sie heute nicht mehr. Ich durfte sehr viel ad acta legen. Also ich habe sehr viel verarbeitet. Ich habe eine sehr gute Therapeutin seit 2,5 Jahren. Und das hat mich sehr vorwärts gebracht. Respektive zuerst die Wunden verheilen
Und das Leben wird mir zugeführt, ich muss nicht mehr im Leben anspringen. Was ich vorher immer haben müssen, aus der Angst raus. Roswitha besucht nun anstelle der Frau eine Sehenswürdigkeit von Solothurn und steigt auf den Turm der St. Ursen-Kathedrale. Die Angst ist eigentlich weg, es ist wirklich praktisch weg. Es ist eine riesen Erlösung. Ich bin befreit worden von meinen eigenen Lügen, die ich hatte, wo ich mich auch wieder verstecken musste. Ich bin mich selber geworden. Und ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich bin heute so zufrieden mit dieser Roswitha, wie sie heute ist. Irgendwie ist es noch schwierig zu sagen, was einem da genau so ein schlechtes Bauchgefühl gibt. Aber einfach so darab zu schauen und zu wissen, ich hänge in diesen Seil und was, wenn die doch nicht heben. Juhu! Das gibt Muckis. Sehr verbreitet ist auch die Flugangst. Und wenn man dann in den Medien ständig noch so Bilder sieht von Flugzeugen, die abgestürzt sind, wird die natürlich auch nicht kleiner. Das hat auch Simon Lämmle seine Wirkung gezeigt. Wenn immer möglich, ist er darum mit dem Zug in die Ferien. Bis er gemerkt hat, dass er diese Angst so nicht mehr akzeptieren will. Simon ist ein Mann der Tat. Herausforderungen packt er an. Den Flughafen Zürich hat er jedoch früher versucht zu vermeiden. Bis vor 3 Jahren konnte ich überhaupt nichts anfangen mit der Fliegerei. Und im Gegenteil, Fliegen hat mir eigentlich Angst gemacht. Die Flugangst, es war nie so mega schlimm, dass ich jetzt nicht fliegen wäre oder nicht auf Amerika wäre. Es hat mich einfach immer gestresst und es ist mir immer schlecht geworden in diesen grossen Flügern und beklemmendes Gefühl. Eines Tages fällt ihm beim Sport auf, dass er auch sonst nicht so frei ist, wie er dachte. Mein Schlüsselerlebnis war eigentlich das vor ein paar Jahren, als ich mit einem Freund von mir, mit dem Andy, joggen und dann hat es angefangen zu regnen und ich habe gesagt, hey, lass uns umkehren, wir verkälten uns. Und er schaut mich an und sagt, was, wir sind ja wasserdicht, das ist kein Problem. Dort in dem Moment und auch nachher in den Gesprächen danach habe ich gemerkt, ich habe effektiv Ängste in meinem Leben, die mich irgendwie einschränken und ich möchte die Ängste angehen. Seine Angst vor Erkältung packt er an. Jeden Morgen, ob Winter oder Sommer, springt Simon nun mit seinen 2 Freunden um 6 Uhr in den See. Für mich ist es wie eine Bestätigung, dass ich die Angst, dass ich mich verkälte, sobald es anfängt zu regnen oder ein bisschen kalt wird oder ich barfuß bin, das tue ich überwinden. Und darum gehe ich jeden Morgen hier ins Wasser. Also ich habe nicht immer Lust, wenn der Wecker am Morgen um 10 vor 6 Uhr läutet. Vor allem, wenn es dunkel und kalt ist. Und es ist wirklich für mich eine Überwindung, aber ich habe gemerkt, ich bin gar nicht viel mehr krank. Vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer. Simon ist verheiratet und Vater von 4, bald 5 Kindern. Als Familie wohnen sie am Zürichsee. Simons Bruder ist Hobbyflieger. Als dieser einen Clip von einem Ultraleichtflugzeug postet, schreibt Simon spontan: Eigentlich zum Spaß. Lass uns doch mit dem um die Welt fliegen. Und dann hat er mir gesagt, ja, dann musst du aber Pilot werden. Und das hat mich getroffen wie ein Blitz, weil ich gemerkt habe, oh, das fordert mich mega raus. Und das ist auch wieder so eine Angst. Und das ist das Nächste, was ich anpacken will. Lea kennt ihren Mann und weiß, wenn ihn etwas so packt, wird es ihn nicht mehr loslassen. Als Simon mir gesagt hat, dass er mich Pilot werden möchte, bin ich zuerst sehr erstaunt, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber ich habe mir dann gesagt, ich nehme mir ein bisschen Zeit, und ich wirklich darüber nachdenke, was es dann auch für mich heisst. Ich dachte, wieso eigentlich nicht? Und grundsätzlich habe ich sehr gerne Veränderung. Simon geht's an und fliegt das erste Mal in einem kleinen Flugzeug. Für den Rückweg muss er jedoch den Zug nehmen und schickt seiner Frau eine Videobotschaft. Es war einfach schlimm. Nur schlimm. Ich habe zittert an den Händen und habe das Gefühl, ich werde ohnmächtig. Und dann einfach nur runter wollen. Einfach schlimm gewesen.
Doch Simon gibt nicht auf. Er nimmt Flugstunden. Seine Familie und Freunde machen ihm Mut und unterstützen ihn auch finanziell. Weil das Flugbrevet in Amerika deutlich weniger kostet als in der Schweiz, plant Simon, es dort zu machen. Das bedeutet aber trotzdem, dass sie ihr ganzes Erspartes investieren müssen. Also was mich natürlich sehr entspannt, ist, ich glaube schon zu wissen, dass es einen Gott gibt, wo für uns sorgt. Die Erfahrung kann ich immer wieder machen. Und das ist schon etwas, was ihm hilft, auch mal einen mutigeren Schritt einzugehen. Wo es jetzt mit menschlichem Verstand, würde man vielleicht sagen, ja, nein, das kann man nicht machen. Damals arbeitet Simon bereits seit 10 Jahren als Musiker im ICF. Deshalb erhält er 5 Wochen Urlaub extra. So kann die Familie im Herbst 2012 für 3 Monate nach Amerika reisen. Doch schon beim Hinflug merkt Simon, dass es ihm nicht gut geht. Ich bin dann eigentlich wirklich die ganze Zeit, die 11 Stunden, auf dem WC gehockt und ich habe mich x-mal übergeben und bin am Boden gelegen und es war ein richtiges Elend, die Lea mit diesen 4 Kindern allein. Und ich da am Kotzen, also eine ganz absurde Situation. Auf dem Flugplatz Veraltdorf erinnert sich Simon an seine Zeit in Amerika. Die Zeit in Amerika war extrem herausfordernd, weil mir ist mega schlecht gsi. Ich hatte am Morgen um 8 Uhr die erste Flugstunde, musste eine Tablette nehmen. Nachher bin ich fliegen und nachher gab es Prüfungen. Dann bin ich wieder durch die Prüfungen gefallen. Irgendwie mit dem Englisch mega Problem gehabt. Und dann am 4 Uhr am Nachmittag wieder einen Flug gehabt. Um 3 Uhr wieder eine Tablette nehmen, damit ich es einigermaßen an meinen Körper da gewöhnen konnte. Simon macht einfach weiter und lässt es darauf ankommen. Wenn ich wieder eine Prüfung habe, nicht geschafft habe und ich dort gehockt bin und mich gefragt habe, was mache ich überhaupt da, dann habe ich gedacht, ja gut, ich probiere es einfach nochmal. Und wenn ich dann nochmal durchgehe, dann ist es fertig. Und dann ist es gleich weitergegangen irgendwie. Es hat schon Leute gegeben, die gesagt haben, du spinnst und du hast jetzt 4 kleine Kinder und das ist ja mega egoistisch, was du machst. Und mir ist einfach wichtig, dass meine engsten Leute hinter mir stehen und mich unterstützen. Und das ist das, was mich auch vorwärts getrieben hat, trotz all dem Gegenwind. Endlich ist Simon in der Ausbildung so weit, dass er seinen ersten Alleinflug machen kann. Am Flughafen wird er danach begeistert empfangen. How do you feel? Yeah, I feel good. I did my first solo and it was great. And I overcame fear of height and fear of flight. And now they baptized me thanks to God and to my wife. And I'm so happy now. Die Flugangst bleibt aber weiter ein Thema und war bei einem 3-Stunden-Flug mal wieder sehr schlimm. Du bist mega weit weg in der Wüste, über die Berge, du hast keinen Funkkontakt mehr. Und ich war so gestresst innerlich, dass mir wieder Beine geschlafen sind. Und ich habe gemerkt, oh, jetzt kommt es nicht gut. Und ich habe zum Glück mein iPad dabei gehabt. Ich habe nur noch auf den Strich geschaut, Gocki getrunken, gesungen und betet. Und irgendwie bin ich wieder zurückgekommen. Simon hat aber nicht aufgegeben. Nach vielen Flugstunden hat er endlich das Flugbrevet in der Hand. Dem Tag, wo wir gelandet sind und der Flugexperte gesagt hat, ich habe bestanden, das ist für mich unfassbar gewesen. Ich habe einen Schrei im Flieger, ich bin raus, ich bin durch den ganzen Flugplatz gerannt und die haben das Gefühl gehabt, was läuft jetzt? Mir ist so eine Last von der Schulter gefallen und für mich ist wirklich, das ist der Moment gewesen und ich werde das Leben lang nie vergessen. Dass ich die Flugangst überwunden habe. Es war für mich wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Und jetzt irgendwie geht es und es fliegt. Und ich weiss, es ist alles möglich, wenn Gott die Türen aufmacht und an meiner Seite ist, dann ist eigentlich alles möglich, sogar das. Gemütlich ist es nicht. Aber eben, nicht jede Angst führt gerade zu einer Panikattacke. Aber häufig treten Angstzustände in Zusammenhang mit einer Depression auf. So ist der Christine Eckimann-Seckinger gegangen. Was dabei zuerst war, ob die Angst oder Depression, das kann sie nicht sagen. Aber schon als Kind hat sie sich gefürchtet. Gurzelen im Kanton Bern. Hier ist Christine Eckimann als jüngstes von 6 Kindern aufgewachsen.
Mit ihrem Mann, Markus Säckinger, besucht sie das Schulhaus ihrer Kindheit. Ich war ein ängstliches Kind, so ein bisschen vorsichtig und auch ein bisschen sensibel. Und dann hatte ich dann manchmal das Gefühl, ja, ich werde ein bisschen übergangen oder ja, ich habe ein bisschen Mühe gehabt, so dazuzugehören, manchmal so zum harten Kern. Als Kind habe sie sich nicht viel zugetraut und bei Konflikten immer alles auf sich bezogen, sich als Opfer gefühlt. Dass dies eine ungesunde Haltung war, sei ihr damals nicht bewusst gewesen. Unweit vom Haus, in dem sie aufgewachsen ist, will sie Markus ein Waldstück zeigen, in dem sie sich besonders gefürchtet hat. Wenn wir sie alleine waren daheim, haben wir etwa den Wald beobachtet. Und da hat es immer so ein mysteriöse Autotüren und Licht gelöscht und wieder angelassen. Und ich habe so gut wie möglich gemieden und habe die Abkürzung genommen, hinter dem Haus runter. Damals sei es nicht üblich gewesen, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken. Alle gleich zu behandeln, das sei die Devise gewesen. Ihre Ängste wurden zu Hause nicht besonders ernst genommen. Sie nimmt sie mit in ihre Jugendzeit. Eine Unsicherheit und immer so ein bisschen im Nacken. Schaffen ich es, prestieren ich das. Kommt es gut? Es kommt nicht wirklich gut. Mit 33 Jahren erlebt Christine eine erste Depression. Dies verstärkt ihre Angstgefühle noch. Christine und Markus leben in Oberhofen. Zu Hause fühlt sie sich sicher. Wollen die beiden jedoch Ferien planen, macht ihre Ängstlichkeit die Wahl oft schwierig. Im Jahr 2008 reisen sie nach Rasa ins Tessin. Auf einer Wanderung bricht Christine beinahe zusammen. Mir ist psychisch nicht gut gegangen. Und das ist so wirklich ein Dorf im Hangibau. Ängste, das ist ganz schwierig zu erklären. Es ist eine diffuse Ängste. Ich habe das mehr noch fast erlebt in der Nacht. Im Bett konnte ich nicht schlafen. Und ja, und am Morgen, ich habe nächtelang nicht geschlafen. Und das drückt enorm auf die Psyche. Und das sind diffuse Ängste, nicht irgendwie eine bewusste Angst vor dem oder dem. Mitten auf dem Weg vermischt sich bei Christine Angst mit körperlichen Schmerzen. Für mich war es eine schwierige Situation, eine Situation, die ich im Leben noch nie angetroffen habe. Und ja, ich habe sie dann einfach machen und bin dann äußerst vorsichtig geworden. Ich wusste, es geht noch relativ lang, bis das in die Rania kommt. Und ja, da sind wir einfach Stück um Stück runtergelaufen. Da haben wir nur 100, 200, 300, 400 Meter gelaufen. Verwirrt. Sie war verwirrt gewesen, oder? Und völlig in einem desolaten Zustand. Nicht kontrollierbar für mich. Oder? Es ist plötzlich gekommen, ich weiss nicht, was der Auslöser war. Ist es gesehen wegen der Arbeit, oder? Weil sie hat immer Rückenschmerzen schon hatte, als wir uns kennengelernt haben. Und später, das war immer eine Begleiterscheinung, gewesen, die Rückenschmerzen. Es ist dann auch in einer Art psychische Schmerzen übergegangen, habe ich den Eindruck gehabt. Für die beiden folgt eine Leidenszeit. Zuerst will Christine gar keine Ausflüge mehr machen, zieht sich zurück. Später sind kurze Ausflüge, so wie heute mit dem Schiff, wieder möglich. Es gibt jedoch auch Lichtblicke. Bereits während ihrer ersten Depression bewirkt ein Gebet von jemand anderem eine Veränderung. Die Person hat für mich gebetet. Und wirklich so ein Gebet, eben wie ich mit Gott hat als kleines Kind und in seinen Armen dreht und wiegelt. Und das war so wohltuend für mich. Es hat mir wirklich sehr gut getan. Und ja, von dann an habe ich wirklich dann, das ist dann weg gewesen, gerade. Es ist einfach, wie sich der Nebel gelichtet hat. So ein bisschen wie Lichtblicke gegeben. Und die Schwere ist einfach abgefallen. Gebete, gesprochen von anderen Menschen, werden fortan zentral wichtig für sie. Es ist eine tragende Rolle, hat das gespielt. Es war so wie ein roter Faden eigentlich durch die ganze Geschichte. Und ich bin sehr dankbar für die Menschen, die ich einfach gewusst habe, kann ich mich melden und die beten für mich, weil man einfach in solchen Momenten selber das fast nicht mehr schafft. Und ja, auch so sich eigentlich ein bisschen weit weg
was Gott auch fühlt. Bei mir geholfen einerseits auch ein Lernprozess, in dem Sinn, dass ich lernen musste, dass es Sachen gibt im Leben, wo man nicht greifen kann, wo man nicht helfen kann, etc. Also es gibt wirklich Situationen, du bist du als Ehemann oder als Freund oder wie auch immer hilflos daneben bei und kannst einfach nichts machen. Immer wieder einmal kehrt die Schwere zurück. Ihre Ängstlichkeit schränkt sie ein. Sie fürchtet sich vor Menschenmassen. Große Supermärkte und Konzerte meidet sie. Das wirkt sich auf die Beziehung zu Markus aus. Ich habe gemerkt, dass ich mich sehr stark fokussiere auf die Hilfe und die Unterstützung meiner Ehefrau. Das Bestmögliche herausholen, für sie die beste mögliche Unterstützung geben. Ich habe die Umgebung nicht mehr richtig wahrgenommen. Ich habe mich voll fokussiert in meiner Freizeit, auch nach der Arbeit. Eine Psychiaterin von ihr hat mir den Rotschlag gegeben. Also ich ging, sie mir nur schauen, dass sie ihr eigenes Leben weiterleben, nicht nur zu stark fokussierend auf die Hilfe, auf die Unterstützung von ihrer Ehefrau, sondern auch dein Leben weiterleben. Hallo. Die beiden versuchen Momente auch gemeinsam zu genießen. Der 50. Geburtstag von Markus wurde dabei zur besonderen Lernaufgabe. Er will ein großes Fest feiern. Christine ist nicht begeistert. Ich habe einfach Befürchtung gehabt, in Form von der Enttäuschung, ja, es könnte möglicherweise nicht werden. Also die Enttäuschung war schon vorwiegend vorhanden gewesen, aufgrund ihrer Reaktion. Die Schlüsselrolle ist einfach, dass wir miteinander weiterhin können diskutieren können, dass wir aufeinander eingegangen ist. Sie hat versucht, meine Wünsche zu berücksichtigen. Ich habe ihre Wünsche versucht, zu berücksichtigen. Und so haben wir peu und peu diskutiert, was gibt es für Alternativen. Gerne, ja. Das Hauptfest feiern sie nicht wie zuerst geplant zu Hause, sondern im Hotel. Sie mieten ein Zimmer. So hat Christine eine Rückzugsmöglichkeit. Der Apéro findet mit Unterstützung immer noch zu Hause statt. Die Angst, es nicht zu schaffen, nahm ab. Ich habe eine Alternative. Es ist nicht einfach nur eine Möglichkeit. Und da muss ich jetzt durch. Ja, das ist sehr hilfreich. Das Fest wurde für alle ein Erfolg. So, danke fürs Zuhause. Vielen Dank. Diese positive Erfahrung, Situationen so zu gestalten, dass es für beide passt, machte den beiden Mut. Vor einem Jahr buchten sie bereits eine Reise nach Kreta. Zu merken, die Erfahrung zu machen, mal es geht. Ich kann es auch geniessen und ich habe etwas erlebt. Sandstrand, könnte so ein Kieselstrand sein. Es hat sich für mich ein bisschen der Horizont aufgetan. So ein bisschen, mal. Die Welt ist schon schön. Also so ein bisschen lustig gemacht, wieder für mehr noch zu gehen. Nicht auf Australien vielleicht, aber einfach noch mehr von dem zu erleben. Oh oh, und jetzt muss ich einfach kumpen. Und dann haben versprochen. Oh mein Gott. So doof, ehrlich. Schon hühnig. Hei, hei, hei. Wenn Sie das Gefühl einmal möchten erleben, dann machen Sie mit bei unserer Verlosung. 5 Eintritte für den Seilpark Palmberg gibt es zu gewinnen. Wenn Sie das interessiert, dann schreiben Sie uns mit dem Stichwort Angst bis am nächsten Donnerstag. In einer Woche trifft der Rudi Josuran sich mit einem Ehepaar, das sich schon zum zweiten Mal geheiratet hat. Und die Woche darauf stelle ich Ihnen Menschen vor, die überzeugt sind, dass sie Gottes Stimme gehört haben. Das wär's gewesen. Ich freue mich, Sie 2 Wochen aus dem sicheren Studio wieder zu begrüßen. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten. Und Losli Küchen, Ihr Partner für individuelle Küchenlösungen.